Dabei haben wir uns speziell auf die Getränkebranche spezialisiert und wir eröffnen hier einen Raum für Startups und für Unternehmen, sich zusammenzufinden und neue Geschäftsmodelle, neue Techniken, neue Trends zu experimentieren. Ja, wir wissen alle, dass Innovationen natürlich immer schneller gehen. Und auch im Getränkebereich ist es so, dass Digitalisierung nicht Halt macht, dass neue Produktideen nicht Halt machen, dass wir globalisieren. Unternehmen, die junge Leute finden wollen, auch Fachkräfte finden wollen, sind gut beraten, sich auch frühzeitig auch mit Startups zu befassen, weil sie dort auch einfach Leute finden. Ich denke, dass eine der Stärken von DIKA ist, dass wir uns mit unserer Denkweise und unseren Ideen gegenseitig inspirieren und befruchten können. Wir nehmen viele Ideen mit von verschiedenen Startup-Konzepten. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Wir sind ja jetzt in der zweiten Phase. Wir haben also die erste Phase hinter uns. Da haben wir die ersten Teams gesehen, die ihre Geschäftsidee vorgestellt haben. Die haben heute zum zweiten Mal präsentiert. Das fand ich super, auch wie die sich weiterentwickelt haben und wie die zum Teil auch ihr Geschäftsmodell schon ganz anders jetzt entsprechend interpretiert haben nach unserem Feedback. Mit DIKA widmen wir uns natürlich den Trends der Getränkewirtschaft. So haben wir mit Kombucha Fizz ein Kombucha-Getränk. Das ist Kombucha Fizz, ein in Bayern mit viel Liebe und selbst hergestellter Kombucha, den wir übrigens auch selber herstellen. Wir pasteurisieren nicht, wir sind biologisch natürlich, ist ganz klar. Gibt es aktuell in 5 Sorten und ja, trinkt's, schmeckt gut, Prost. Wir sind eine Firma, die alkoholfreien Wein und Sekt produziert und letztendlich haben wir alle drei irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir ab und an zu viel Wein trinken. We are a French startup and we are taking part into DIKA program and we are a company providing food traceability and live auditing to food industrials, retailers and food producers. Wir lernen das Zusammenarbeiten mit jungen Leuten, die anders denken, die anders arbeiten. Und das ist für uns eigentlich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Für mich für uns der perfekte Rahmen ist DIKA. Wir da die Hochschule haben auf der einen Seite und Industriepartner auf der anderen Seite. Und Startups mit dazu ist auch wichtig. In dem DIKA-Programm haben wir mehrere Sachen gelernt. Wir haben einerseits irgendwie zur Produktproduktion was verstanden. Wir haben Vertrieb gelernt. Wir waren mit Vertrieblern auf Tour. Wir haben irgendwie verstanden, wie der Wettbewerb funktioniert, wie letztendlich die Getränkewirtschaft funktioniert und wie da die Zahlen sind, wie viel man Prozente abgeben muss und so weiter und so fort. Also wir haben, glaube ich, so einen Einblick in diese Großindustrie Getränkewirtschaft bekommen. Wir hoffen natürlich daraus auch für unser Unternehmen neue Impulse zu gewinnen, die wir dann auch in unser Konzept einarbeiten können. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass Insight und SCE diese Initiative losgetreten haben. Darum glauben wir, durch eine Kooperation mit Startups können etablierte Unternehmen ihre Innovationen schneller an den Markt bringen. Ich freue mich auf DIKA 2030, das Alumni-Treffen, wenn wir wieder mal zusammensitzen und alle unsere dicken Bäuche bekommen haben, weil wir so viel Erfolg hatten. Und ich glaube, da ist DIKA mit SCE im Hintergrund der ideale Partner.